Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Dead Island 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wir sind ja beim letzten Mal hier angekommen am Venice Beach und werden uns sicherlich jetzt gleich mal ein bisschen in Ruhe umsehen. Beim letzten Mal wollte ich ja eigentlich nur noch schnell die Mission beenden. Was heißt schnell, aber die Mission beenden. Und jetzt werden wir uns mal hier umschauen. An der Stelle auf jeden Fall nochmal Dankeschön für eure Unterstützung bis hierhin. Wenn es euch weiterhin gefällt, ihr mich unterstützen wollt, vergesst nicht den Like für das Video. Danke dafür. So, wir haben jetzt die Wahl zwischen Trent. Trent is your friend. Und übrigens, apropos Friend. Freunde, gute Freunde sind die ja nicht unbedingt, wa? Also da gab es auch gar keine Reaktion. Der liegt jetzt hier noch. Ja, schön die Zigarette oder die Sportzigarette, die ihm noch geklaut wurde am Ende des letzten Parts. Also, was soll man dazu sagen? So, Alex. Du krasser Pumper, du. Ease up, boy. You'll give yourself a hernia. Dylan won't be back. And Moose. You named them. They were my buddies. Ah, of course. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Dawdlers, huh? They remember what I did. I know it. They remember nothing. Those rotten skulls are empty. Trust me. So why don't they leave me alone? All that sweat, darling. Big zombies go crazy. Or maybe they just like Bud as much as I did. The charmer. But look, if you're that worried, I'll take care of him for you. Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. If it'll calm you down, I suppose I could. Well, if we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Eh. Careful's not really my style. Okay, Alex. Aber untenrum weißt du auch, wie die ausgebaut sind. Also ich muss mal sagen, deine Beine sind jetzt auch nicht unbedingt super krass. Übertreib mal jetzt nicht. Übertreib mal deine Rolle nicht. Was haben wir denn hier? Scharfkantiges. Also vor allen Dingen auch auf krass tun, weißt du, sind hier 4, 5 Leute. Ist, also die Bar kettet ihr auch selber. Weißt du? Vor allen Dingen hier einfach aufmachen. Ihr habt ja sogar ein Gitter einfach durchstechen. Bam, bam, bam. Na, kennt ihr nicht, wa? Feiglinge. Gut, wir müssen in die Richtung. Ah, guck mal hier. Paging Dr. Reed. Dr. Reed to the ER. I copy. Where are you? Venice. Bit of sightseeing, shopping, just killing time. And whoever else shows up. Okay. I know it can't be easy out there. Not for most of the lucky survivors of this mess, no. Be back on track soon. Don't worry. Well, for God's sake, be careful. So, ich muss noch ein paar. Ach, Junge, der wurde ja komplett zerteilt. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar mehr Zombies auf dem Weg töten. Ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Schön auf den Arm gehen. Ja, komm. Wo kommt die denn her wieder? Ey, sag mal, dieses Grapschen nervt mich so extrem. So. Hör auf damit. Ich will nicht angefasst werden von dir. Verrecke jetzt. Du Johnny, du. Tapas und Tacos. Wie lecker, ey. Hä? Tapas, Alter, geil. Geil gemachte Tacos sind auch was Schönes. Und ich krieg verdammt nochmal Hunger. Was ist denn jetzt los? Warum, ey? Also irgendwie ist das Feuerschwert nicht so geil, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt, oder? Irgendwie habe ich es mir ein bisschen krasser vorgestellt. So, hier da vorne sind wir wohl richtig. Nehmen wir den schon. Schon ganz cool hier. Venice Beach ist schon ganz cool, ja. Auch wenn man das natürlich jetzt schon öfter. Alter, was kommt denn da für ein Runner an? Voll verbrannt. Okay, der hängt da an dem Straßenschild. Soll man ruhig recht sein. Yes! Gelöste Probleme. Heugabel!
Selte. Okay, das ist natürlich ganz cool, dass es jetzt immer mehr wird. Immer mehr seltene Sachen. Ey, das Schwert, man, das Schwert ist eigentlich ganz geil, aber das macht so wenig Schaden. Weg mit dem hier. Das ist nicht schlecht. Und das... 143 Stärke, das muss auf jeden Fall weg. Das ist ja die Heugabe. Boah. Und dann noch Elektro drauf, oder? Das wäre doch eine geile Kombi, glaube ich. Lass mich raten, hier fehlt die Sicherung. Ach, okay, ich kann es wirklich nicht mehr sehen, oder? Also, sobald ich das Spiel durchgespielt habe, kenne ich mich mit Stromkreisen aber besser aus als in der Schule. Damals. Die Zeiten, dass man irgendwie Strom an eine Kartoffel anschließen muss, sind vorbei. Ach, guck mal hier. Hier ist der Muscle Beach. Na, cool. Kennt man auch schon, ne? Hat man schon mal öfters mal gesehen. Aber es ist halt trotzdem geil. Ne? Zack, hier. Bam! And here's the opening act. Oh! Let's clear the stage. Okay, halb, das halbe Hirn rausgefischt. Blech. That's a gym smell, all right. Athlete's foot and insecurity. Das ist natürlich ganz geil hier im Bereich, oder? Was ist das jetzt? Was soll das, Mann? Was soll das? Hör auf auszuweichen. Ja, schön, das wollen wir sehen. Schloch auf, du Loser. Warte. Yes. Komm, geh weg, Sporty Spice. Now for the big number. Okay. Gerüststange. Mensch, wo kommt er denn jetzt her wieder? Was dachte denn Stachel, Leute? Ach so. Ah, ein bisschen Glasschirm reingefallen. Loser. Wisst ihr, was geil wäre irgendwie, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit geben würde in Spielen? Teilweise gibt es ja, aber das sind da so vorgefertigte Objekte. Aber es wäre halt geil, wenn du hier hinkommst und sagst, Alter, ich will jetzt hier diese Scheibe nehmen und den Schädel einschlagen. Oder ich will hier die Hantel nehmen und so und dann draufschlagen. Oder, keine Ahnung, sowas, weißt du? Dass du dann irgendwie so noch mehr die Umgebung mit einbeziehen kannst. Das wäre irgendwie auch ganz cool, ne? Das ist natürlich auffällig. So, ich wollte mal ganz kurz... ja, die kann weg. Die kann noch weg. Das gab viel zurück. Das kann eigentlich auch weggemacht werden. Da bauen wir, glaube ich, auch noch ein. 188. Da müssen wir nochmal schauen. Vielleicht kann ich da irgendwie noch einen besseren Mod draufsetzen, um da ein bisschen mehr Schaden rauszuholen. Hey yourself. Believe it or not, you're gonna want to see this. I'm not sure I can unsee it, boy. Oh, hey, it's Moose. Oh, you knew him? No, a friend did. Big fella, isn't he? Even for a bodybuilder. He wasn't human anymore. And that's the point. Look at this. What is that? The wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? Huh? You see this? A tiny hammer? Oh, a tiny hammer now. But... Behold... Excalibur! Wouldn't you know us? I just remember that I need to go feed my parking meter. Nice no, to have no, no, wait, wait. It's just like in the movies. Watch. Boop! Jesus! I know, right? It's insane! All this stuff, it
does things. I'm suddenly a huge fan of stuff doing things. I gotta get back. Down below. If you insist. Great work, Patton. Fucking massive. I'll keep trying stuff out. Oh, come by. Well, if you want to. Kraken, will do. It's been a weird day. I won't lie. Dallying a two to an acid weird. Okay. Verfolge Dylan. Autophage Vorteile. Halte Ausschau nach autophagen Bauplänen, wenn du LA durchstreifst und Quests abschließt. Verstümmelte Zombies, indem du ihnen Gliedmaßen abtrittst. So gelangst du in den Besitz von autophagen verseuchten Zombie-Teilen. Optimiere deine Waffe mit verstärkten Vorteilen und mach dir die Kräfte der Zombies zunutze. Probleme. Das hört sich gut an. Aber wir brauchen eine Werkbrücke. Zombies mutating inside. What's next? Wait. Does that mean my insides are... Jesus, Mary and Joseph. Tja. Bisschen leer hier. Ein bisschen leer. Warte mal, wir müssen da hinten hin. Was ist denn da ab? Was geht denn da ab? Und hier ist noch ein Fragezeichen. Das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt mal so eine Bank finden würden wieder. Natürlich fehlt da wieder alles. Scheiße, ey. Wie gesagt, es gibt eine Trophäe. Ich will es mal nochmal probieren hier. Warte mal, mit. Yes! Das müssen noch 35 Meter gewesen sein, oder nicht? Ich glaube, so war irgendwie die Trophäe. Egal, ich sammle es gleich einfach ein. Ja, das ist so geil, Mann. Das ist so geil, dass du da durch gezielt die Leute kaputt stümmeln kannst, ey. So, lass mal ganz kurz gucken. Ah, da vorne. Ja, lösch mal lieber. Ah, ja, alles gut. Alles gut. Das Ding da vorne einfach. Okay. Officer Mackenzie! Wo war denn das nochmal? Das ist doch. Den Namen kennen wir noch. Mackenzie sogar. Ich glaube sogar Officer Mackenzie. Wo war das vorne? Oder? Das ist doch bestimmt ein Easter Egg irgendwas. Woher war das? Oder habe ich den einfach nur hier im Spiel schon mal gelesen? Nein, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ich vergesse doch sowieso alle Namen hier im Spiel schnell. Weil die, müssen wir mal ehrlich sein, auch keine große Rolle spielen. Hier ist eine Werkbank. Hier ist doch eine Werkbank. Ah, schade. Aber kein... Kein Bauplan? Komm her, Junge, komm! Drecksau, du, ey. Was fällt dir eigentlich ein, ey? So, okay. Erstmal reparieren. Was? Die Gabel hat schon so viel abbekommen? Okay, die ist ja auch... Ah, okay, die ist... Ganz schlechte Haltbarkeit. Die hat eine ganz schlechte Haltbarkeit. Also, Upgrades. Schauen wir nochmal ganz kurz. Nee, eigentlich nicht. Verringert dafür die Haltbarkeit? Nee. Das ist leider schon das Maximum an Stärke. Eine Mod. Liquidierer-Mod. Feuer-Mod.
Dann machen wir eben Feuer drauf. Erhöht den Schaden. Wenn du einen kritischen Treffer landest, besteht eine Chance, dass beim Aufprall eine Explosion ausgelöst. Alter, da fehlen mir aber die Zombie-Teile. Scheiße, das hört ja aber geil an, ehrlich gesagt. Höhere Angriffsgeschwindigkeit. Sehr gut. Erhöht den Schaden. Okay. Was können wir hier rein tun? Das Stimmler-Mod. Yes, das passt sehr gut. Die Schaden. Die Schaden durch kritische Treffer. Auch das nehmen wir. Sehr gut. Gut, gut, gut. Okay, okay, okay. So. Komm mal her hier. Okay, alles klar. Okay, das haut rein. Was ist denn hier los? Da können wir vielleicht... Da ist irgendwie... Irgendwie eine geile Waffe drin. Okay, alles klar. Okay, die haut richtig rein. Aber die ist mega langsam. Boah, es geht. Junge! Hör doch auf, Junge! Hör doch auf zu grapschen immer, ey! Ja. Also in meiner Erwartung könnte ich hier nicht hochklettern, aber in der Logik des Spiels müsste sie sich doch eigentlich da hochziehen können. Das ist halt irgendwie so ein bisschen undurchsichtig noch. Wo kannst du jetzt hochklettern und wo nicht? Natürlich. Ja, ist ja fast schon schlimmer als in Assassin's Creed Valhalla. Alles, was du entdecken willst, ist verschlossen erstmal. Bei Valhalla musst du auch immer erstmal. Wo ist jetzt der Schalter, damit die Tür aufgeht? Ja, ja, gut. Warum kann ich da nicht einfach rüberklettern? Warum kann ich da nicht einfach rüberklettern, weil ich so ein geiler Typ bin? Schade. Ja, hätte ich mal nicht markiert. So, weg mit der Markierung. Vor dem mich wieder später nervt. Geil, einfach nur geil. Ja, jetzt ist nichts mehr mit Laufen, wa? Loser! Das ist schon hart, Alter. Das ist schon so hart, aber hart geil. Hart geil. Weg. Gut, mehr Zombies töten bringt eigentlich nichts, wa? Also es ist, wir machen ja so wenig Erfahrungspunkte. Überprüfe den Parkplatz hinter den Lennys. Hinter Lennys. Lennys Pizza. Apparently, Alex's gym buddies Moose and Dylan hung out behind. Was war das denn jetzt? Warum war denn so ein Erdbeben jetzt hier? Okay. Dein Ernst jetzt? Alter, ich will doch nicht im Raserei-Modus blocken. Ne? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier eigentlich angekommen? Ne? Was muss man sich eigentlich noch gefallen lassen alles? Oh shit, das ging schnell.
Das ging schnell. Habt ihr erwartet, dass ich jetzt so schnell sterbe? Ich war sogar schon dabei. Also, ich habe schon sogar gedrückt zum Heilen, aber zu spät. Apparently, Alex's Jib. Muss ich überspringen? Hallo? Dylan! Stinky, stinky! Immun, ja, macht eigentlich nur Sinn. Ne? Macht eigentlich nur Sinn, dass er immun ist. Scheiße, Alter, die ganzen Flammen, ey. Da bringt der Rasereimodus aber auch nichts, ey. Okay, so wird es nichts. Das ist doch auch schon wieder Bullshit, dass du da nicht hochklettern kannst. Unsichtbare Wände 2023. Ich hab die Schnauze voll von euch. Wenn unsichtbare Wände ein Gegner wäre, Junge, den würde ich so kaputt machen. Ne? Das ist doch einfach so doof, ey. Das ist wirklich nervig, Mann. Oder? Oder sagt er, ah komm, scheiß drauf. Unsichtbare Wände, Mann, das gehört dazu, ey. Ich hab jetzt genau jetzt natürlich ein Feuer gemacht. Scheißdreck, ey. Zu Seide mit dir, Junge. Wer hat dich gerufen eigentlich? Wow, das war geil, Alter. Was war das für ein geiler Move, Junge, den ich da rausgeholt habe? Einfach so. Klar, mit Flammen, aber das war geil in der Zeit. Das sah richtig sexy aus. Ja, mit der Feueraxt. Warte mal, die knallt vielleicht ganz gut rein jetzt. Was tue ich denn weg jetzt hier? Die ist zu langsam, ey. Leute, nervt doch nicht. Hört doch! Dylan wasn't the only one on fire in that fight. Hope my hair's not singed. Streitkolben? Ein Streitkolben haben wir bekommen von dem? Moment, warte mal, ich könnte ja. Das, warte mal, weißt du was? Ich zerschrotte das Schwert jetzt, meine ich. Hier habe ich ja sogar ein bisschen stärker sogar als das andere. Und das noch ohne Mods. Hm, machen wir so einfach. Ich habe hier aber auch eine Machete. So eine schöne Machete mit Widerhaken. Geil, Mann, geil. Das sieht aber komisch aus, der Streitkolben. Das sieht irgendwie aus wie... To recap, I've met the Bride of Frankenstein and this Dylan Egypt who enjoyed being on fire. I best not end up a hulked out mess like them. Der Streitkolben sieht irgendwie Kentucky Smash? Was? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Sag Alex, dass deine Trainingskumpels jetzt richtig tot sind. So richtig aber. So richtig tot. Alex owes me a few points after that, that's for sure. Ja, solche Waffen sind halt irgendwie auch ein bisschen lame, Alter. Wenn die so langsam sind. Nur von der anderen Seite. So, also warte mal. Mit den Schnellreisemission. Schnellreise, ne? Reise von hier zu Orten in ganz LA. Also man muss dahin. Achso, okay, so funktioniert die Schnellreise 100% nach hier. Man kann nicht überall Schnellreise machen, sondern man muss da hingehen und dann... Okay, gut. Ah,
Was wollt ihr, Schweine? Hm. Hm? Wie kommen wir da rein? Ach, hier ist schon wieder. Ach, Strom wird wieder. Das mit dem Strom, ey. Was haben die? Irgendwie eine Agenda oder was? Ist das wirklich eine Stromagenda? Kümmert euch um euren Strom oder was? Wie gesagt, bald kann ich, hier Dinge sein, Profi. Experte für Habeck, Alter. Schlechter mit Strom werde ich mich nicht auskennen, Alter. Das wird schon gehen, Freunde. Feuert mich an, ey. Ich mach den Job. Ich übernehme ihn. Kein Problem. Lass mich hier rein, Junge. Was ist denn das hier? Tasty Donuts. Na, habt ihr noch was? Ach, natürlich fehlt wieder der scheiß Tasty Donuts Safe-Schlüssel, wa? Also da, also, dass ich daran nicht gedacht habe, an den Tasty Donuts Safe-Schlüssel, ne? Weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ist mein Fehler gewesen. Nein, Spaß, alles gut. Okay. Okay, vor mir spawnen ist nicht so cool, wa? Direkt in meinem Sichtfeld spawnen, das ist jetzt nicht so geil. It's done. Both of them? Both. Was it, you know, respectful? Respectful? If you call splattering their undead corpses around Venice respectful, then sure. If not, well, you might have picked the wrong lass for the job. Told him not to skip leg day. Every time. You've got a good head in you. This place you've got here will hold up for a while. But why don't you and the boys come with me to the Sterling Hotel? Can't say no to reinforcements, comfy beds, an on-site doctor. Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. I'll post a glowing review, if you think it'll attract customers. No. So, any tips for getting to the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Grand. Look after yourselves till I see you again, huh? Okay. Das war doch ganz in Ordnung. Ach, du bist ein Händler. Sag das doch gleich. Die Mods kannst du mir direkt mal geben, ja. Pistolenmunition, Gewehrmunition, ja. Verkaufen. Das können wir direkt verkaufen. I wonder if Nick got out. Friend of yours? May as well be with how often I topped up board bikes at Joe's. Nick ran the smaller one. Ah. So. Lass mal das hier machen. Warte mal eins. Yes. Dann. Kritische Treffer und schwere Angriffe bewirken mehr Schaden. Und kein Minus dafür, oder was? Obwohl kritische. Kritische Treffer ja, aber schwere Angriffe mache ich ja eher nicht so oft. Was will ich denn noch verändern? Das will ich. So. Oh nee, die kann recycelt werden. Das kann nochmal repariert werden. Das kann auch recycelt werden. Weiße Waffen brauchen wir eigentlich nicht mehr jetzt. Das ist jetzt vorbei. Johann, right? One second Bud is here, next second no head, so no Bud. Man. You boys best get serious, or Bud won't be the last of you to lose his head. Oh, we need our guns. Wait till, like,
defend ourselves. But, you know, you could do us a solid. Oh, can I now? The police station out on the beach. We heard gunshots the other night, so went to the roof to check it out. Some gnarly Alamo tier shit, man. Cops must have holed up there because they were blasting Z's away, but then, you know, nothing, silence. We tried to radio, see if they could, like, share supplies, but we got dead air, so, you know, they're probably Z's now. I mean, we only tried 911, so maybe... Oi, focus. Yeah? Take a breath. I'm on it. Cool, cool. Ja, aber da waren wir doch schon. Oh Mann, oder? All right there. You need some assistance? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. I'm trying to contact a friend. Well, us live ones should stick together. Bet I can find them. I doubt it. Somewhere over here in Monarch Studios, and trust me, you do not want to come here. Oh, darling. By now, I'm used to far worse than Monarch Studios could throw at me. Go on, let me help. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching near the gas station set, one with the giant spider. Meet me there. Always with the... Okay. Warte mal, wurde die, warte mal, die Mission von dem anderen, wurde die jetzt automatisch abgeschlossen? Ich hab das jetzt gar nicht gecheckt. Nee, warte mal. Nee, ich dachte schon. Blaue Bohnen. Haha, wegen blaue Bohnen, weißt du, Pistole und so, die schießt blaue Bohnen. Obwohl, ich war jetzt komplett fixiert auf das Häuschen, wo wir am Strand waren, gut, weil wir da Officer McKenzie vorher gesehen haben, das ist ja, alles gut. Oder ist es doch gut? Nein, lass mal ganz kurz gucken. Nee, okay, hier müssen wir rein. Jetzt ein bisschen woanders. Aber da konnten wir noch gar nicht rein. Hat er uns jetzt die Schlüssel gegeben? Ich hab's schon wieder verpackt. Walking into a station willingly. A first time for everything. Scheiße, Mann. Wo kommt die denn her, plötzlich? Was ist das denn jetzt? Was ist denn hier los, Junge? Die denn jetzt hier, oder? Jetzt mal ernsthaft. Raus hier, Junge. Mach doch die Tür zu, einfach. It's a maglock. Ach, Junge, dieses Greifen, Alter. So nervtötend. Schweinebacke, du, Splatter-Spaß, ja, den habe ich. These take my favorite kind of key. Brute force. It's a maglock. Lebensschluss, Alter, wie krieg ich die Scheiße noch auf? Was hat sie gerade eben gesagt? Das sind meine Lieblingsschlüssel? These take my favorite kind of key. Brute force. Oh, Gewalt. Ja. Was meint die mit roher Gewalt? Aber wo denn? Wie denn? Check es gerade wieder nicht? Ich check's gerade wieder nicht, oder? Gewalt. Ist verschlossen. Zeig. Schlüsselkarte erforderlich, okay. Hat einer der Zombies das fallen lassen? Auch nicht wahrscheinlich.
Explosionsdrüse. Oh, cool. Ja, das ist auch schon mal. Hey, ich check's nicht, ey. It's a maglev. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Jetzt verstehe ich, okay. Doch was aufballern einfach. Okay. Hello. I'm so Cobra this time, officer. Promise. Stirb. Schlüssel zu Zelle 02. Boah, nice, saftig. Saftig, saftig, saftig. Okay. Da ist die Schlüsselkarte. Sehr gut. Mein Gott, ey, wirklich, es ist doch langsam. Es ist doch langsam genug jetzt hier. Schwerer Revolver. Hm. So eine Zelle bei den Amis ist, glaube ich, noch so Luxus, ne? Vor allem, wenn du hier alleine bist. Obwohl, es ist ja auch nur eine Arrestzelle hier, denke ich mal. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt gespeichert hat. Hat es gespeichert? Keine Ahnung. Hat es gespeichert? Ich werde sehen. Ich mache hier erstmal Schluss. Die Folge ist auch lang genug. Und ja, wir machen beim nächsten Mal natürlich dann hier weiter. Und danke fürs Zusehen. 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 Haut rein und ja, liken nicht vergessen, Freunde. Also, haut rein.